Hallo und herzlich willkommen, werte Patient oder werte Patientin, und herzlich willkommen auch zurück zu Saints Row, wie immer mit dem Chris. Wir sind gerade freudig dabei zu hacken. Also wir hacken nicht, wir schießen alles, was nicht hackt. Und die Kenzie hackt. Du hast... Schön tot bleiben. Wow! Ja, die ging mir ein bisschen auf die Nerven, da dachte ich mir. Argumentierst du mal eher explosiv? Habst du alle? Ich will nicht sagen, aber bis jetzt hält sich die Schwierigkeit hier eher an Grenzen, ne? Vielleicht hätten wir die zuerst machen sollen. Vermutlich sind wir aber auch einfach, wobei, nein, die Stacks sind erst vor kurzem passiert, also. Vielleicht solltest du nicht direkt in meinem Kopf, mit deinem Kopf in meinen Visier latschen. Ich glaube, jetzt wird schwieriger. Fahr du, ich kümmere mich um eventuelle Verfolger. Wir fahren jetzt zum Landeplatz, weil mit einem Helikopter können wir noch mehr Unheil anrichten. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Ja. Alter, das fährt sich so scheiße, das Gefährt. Das ist kein Problem. Alles, was uns zu nahe kommt, baller ich einfach rüber. Oh, ich habe nur noch einen Schuss hierfür. Das ist ja unpraktisch. Oh. Da ist der Helikopter. Au! Erst? Super. Fliegst du? Nee, wir schießen. Okay. Wir schießen. Mit was? Beide, na, mit Gewehren. Kannst du schon schießen? Ah, jetzt geht's. Okay. Okay. What the fuck? Echt jetzt? Hui! Der alte Klassiker. What the fuck? das war jetzt aber knapp. Fuck, 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 fuck! Das war knapp. So press the off button on the consoles. That's what I said, wasn't it? Also wir müssen nach unten. Ja. Man hört schon die tolle Techno-Mucke. Oh Gott, bitte nicht. Solange es kein Gangster-Rap ist. Das läuft mir genau vor den Schuss. Ah, hier geht's rein. Oh Gott. Alter. Ich rechts, du links lang? Ja. So nicht, mein Freund. So auch nicht. Ich hab einen. Dito. War es weniger fiktiv als erhofft. Die Schrotflinte macht's einfach. Man läuft einfach durch die... Was geht denn da ab, Alter? Wow. Meine Maus wollte gerade nicht.
Zweiter down. What the fuck? Oh, jetzt sind es aber viele. Mir geht's nicht so gut. Mein Leben! Mein Leben! Längst ihm noch ein paar Sekunden ab. Oh. Oh, der Falsche. Ich hab's gleich. Well, it's still plugged in. Oh, cut that link too. Okay, noch was ausschalten, finde ich ja toll. Erstmal den Kerl ausschalten. Wie nehmen wir den jetzt mit? Oh, ich habe eine Ahnung. Das ist der Stuhl, ja. Offensichtlich. Mhm. Das war's? Oh, das Kraftwerk gehört jetzt uns. Oh. Schön, das können wir bestimmt ausbauen. Ja, da denke ich auch. Ich kann mich erinnern, dass man Sachen ausbauen konnte. Die Burnhills-Reaktoren, okay. Oh, jetzt ist es ein rosa Kraftwerk. Ein lila Kraftwerk. Okay, dann müssen wir sofort hin. Ja, nö. Ich kann gleich den dazugehörigen Auftrag. Oh, gibt's gar nicht. Doch, Decker starb. Mir. Jetzt fahren wir eher zu Kinseys Versteck, aber gut. Los geht's! Das Männlichkeitsmobil. Ich hab das Ding in... Dein Ernst? Ich hab das Ding in modifiziert. Cool! Nicht, dass er das hier rüberkommt. Ich hab dem Kleinwagen weitaus weniger zugetraut. Oh, warte mal. Hier gibt's einen Gedöns. Oh, ein Bandenkampf. Fertig. Na dann komm. Geht noch Abschiedsgeschenk da gelassen? Ja. Also bei mir bin ich ihm ausgewichen. Ja, alles gut. Der kleine Flitzer. Den gibt's auch nochmal in schnell. Bei uns in der Garage. Das ist ja, aber der fährt sich auch gut. Naja. Habe ich eine Einbiegung verpasst? Ja. Dann nochmal zurück. Tut mir ja leid. Links. Ja, links. Genau. Ich hätte große blaue Last, der auf mich zugerast ist, ein bisschen abgelenkt. Die Granate war eigentlich nicht notwendig, oder? Nö. Aber was hat das damit zu tun, ob sie notwendig war? Es ist eine Granate. Die sind an sich immer notwendig. Granaten sind immer notwendig. Wie wir schon einmal sagten, mehr Granaten, mehr gut. You ready to fuck things up in virtual reality? Oh, das wird cool. Ja. But if your mind takes too much shock in this chair, you'll go brain dead. Great plan, Kenzie. Ich mag Kenzie. Let's do it. Jetzt bin ich ja gespannt. Willkommen in Tron. Das sieht tatsächlich dieser Welt gar nicht so unähnlich. Bist du auch ein... Wir sind Toiletten? You should be seeing a visual representation of the Decker you set now. You know what I see, Kenzie? I'm a fucking toilet, that's what. Oops, sorry about that. Let me load up another. I thought you knew what you were doing. I haven't finished your avatar yet. That one's just temporary. I don't have arms. Just start moving through the data. I'll sort it out soon. Na, schauen wir uns um. Können wir... Ah! This du isn't hast... much better. Are you trying to tell me something, Kinsey? You're complaining, you big baby.
Lustig. Wenn du damit zustiegst, sieht das echt amüsant aus. Au! Ah, besser. Good, because Matt sneaked me out. This is my world to shape as I see fate, not yours. Au! Ich will auch so ein Schwert haben. Wir haben... Lol, wir können schießen. Ja. Nehmt es hin, dass wir euch einfach tot starten. Fällt dafür auf Anhieb kein anderer Begriff ein. Hasser werden hassen. Na dann. Ein Schuss von den Dingen. Was zum. Ich muss einfach mal mit dem ein. Ich will noch einen von diesen komischen Kreaturen in die Eier treten. Ich glaube, das ist die Firewall. Der ist spontan auf dem Weg verschwunden, auch nicht schlecht. Ja, die sterben, glaube ich, durch jeden einzelnen Angriff. Oh, was? Sind wir geslowt? Au. Wir sind etwas langsam. Ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Einfach fröhlich drauf reinhalten. Einfach fröhlich reinhalten. Wow, da war was. What the fuck? Goes on. Gute Nacht. Wo kam das her? Wo ist es hin? Oh, cool, man kann sogar den Krieg in die Eier schlagen. Diese Schnellen sind echt nervig. Ja. Ach gut, wir haben's. I gotta read this shit. Ah, geil! Und das ist ein Keil. Thanks, Kinsey. Ich lese mal vor. Ja. Du wachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, bemerkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird. Im Norden befindet sich eine Tür. Im Süden ist ein Loch in der Wand. Ich wäre ja für nimm eine Fackel. Du ziehst die Fackel aus der Wandhalterung und öffnest die Tür. Vor dir streckt sich ein dunkler Korridor, der sich in dichtem, finsterem Schwarz verliert. Du gehst eine gefühlte Ewigkeit weiter und plötzlich bemerkst du, dass deine Fackel allmählich ausgeht. Jetzt darfst du entscheiden, ich würde sagen, wechseln und einfach mal ab mit den Entscheidungen. Aber sag an, dass ich es ja auch anklicken. Nach geheimen Türen. Das ist ja schade, wir gehen weiter. Du rennst vorwärts und betest zu den 31 Göttern des Dias. des Dias, dass deine Fackel nicht ausgeht. Und zum Glück geht sie auch nicht aus. Vor dir weicht die Dunkelheit dem Licht. Ein bläuliches Schimmern erhellt den Korridor vor dir. Du hörst das Geräusch eines großen Felsens, der auf Stein reibt. Ich bin hierfür benutze Magie. Benutze Magie. Du beherrschst gerne Magie. Dann geh weiter und zieh dein Schwert. Das sag du. Ziehe dein Schwert. Ja. Du spürst, dass etwas sehr Böses durch den Korridor auf dich zukommt. Während du wartest, fällt eine lockere Steinplatte von der Decke. Sie landet auf deinem Kopf und bricht dir das Genick. Du bist tot. Okay. Teil 1 der Trilogie Wirbelnde Finsternis. Ich mag Text-Adventure. Ich habe früher viel Text-Adventure gespielt. Okay. Wir machen es nochmal, wie es bisher war. Also nimm eine Fackel. Gehen weiter. Und gehen weiter. Okay. Dann kommt, während du dich auf das bläuliche Schimmern zubewegst, geht der Korridor in eine größere Höhle über und die Lichtquelle ist endlich zu erkennen. Der Raum wird von einem riesigen, leuchtenden See erhellt. Ein Einhorn steht am Ufer und trinkt. Jetzt sag du wieder. Achso, ich. Ja. Wir schauen uns das Einhorn an. Es sieht aus wie ein Einhorn. wollen wir es streicheln? Ja, doch, ich glaube, wir streichen es. Ich glaube, es tötet uns, wenn wir streichen. Ja. Streichelt das Einhorn.
Streich es mit deiner Hand sanft die Mähne des Einhorns. Es wird leise und schüttelt an deinem Kopf. Mit dem Horn sticht es dein Auge und du springst voller Schmerz zurück. Dabei stolperst du über eine lose Bodenplatte. Du stürzt und brichst dir das Genick. Du bist tot. Das dachte ich mir. Wir nehmen eine Fackel, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Wir töten das Einhorn. Du hast gewonnen. Vielen Dank für das Spielen von Drachen und Tränen, Teil 1 der Trilogie der Wirbel in Finsternis. Normal Spiel! Das war cool. Wir lasen das Spiel. Das war cool. Da gibt's auch noch einige im Internet. Okay, we're back in business. Now let's take out Matt's antivirus next. Hey, Matt, wie geht's? Ich bin okay. Schon wieder in der Toilette. Wir können uns wehren. Why am I in toilet again? Oh, warte mal, hier ist irgendwas. Au, verdammt, ich wurde von dem. Du bist fast tot. Ja, ich wurde von einem. Ich weiß nicht, was das sind. Auf jeden Fall, das ist mir hart wehgetan. Alter, diese Schnellen sind ja aber echt hart, ne? Ja. Einfach einen aufgeladenen Schuss in die Nähe von denen setzen, dann geht das. Bist du schon. Ach nee, da vorne bist du ja. Wo sind die Schweine? Sieht schon hart, sehr ulkig aus. Alle tot, oder? Ja. Ah, sehr schön. Something wrong with the connection? He's bombarding us with data. I'll try blocking it. Wir lecken ein wenig. Ja. Oh Gott, ich. Ah, jetzt bist du. What oh Gott. Fuck? Ah! Ah! Das ist oh, trotzdem. Nee. Alter! Oh Gott, das lecken wir wieder. Ja. Da, ich. Du auch? Ja, das war gerade so viel. Das ist hart krass. Erneuter Checkpoint, Laden, Gedöns, bla. Puh. Oh, mein Bildschirm ist dreckig, sehe ich gerade. Muss man auch mal wieder sauber machen. Machst du gerade auch kurzzeitig diese Figur im Boden? Alter, diese Schnellen geht mir hart auf die Nerven. Einfach einen aufgeladenen Schuss in die Nähe. Wow. So. Die Aufladenschüsse sind echt weit effektiver. Ja, das ist richtig. Aber manchmal ist es effektiver, einfach einzeln zu schießen, weil du ja mit einem Schuss einen tötest. Ja. Und dann auflädst. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder, ne? Ja. Nee. Jetzt können wir schon mal aufladen. Nicht auf mich! Entschuldige! Das Lecken macht sich gerade einfach auf irgendwas ansatzweise gut zu zielen. Entschuldige! Ah! Irgendwas zu treffen. Ja. Ich klicke gerade einfach nur noch random die Maus und hoffe, dass mir was vors Visier läuft. Das klappt ganz gut. Ah, ja, ja, ich glaube, wir kommen voran. Alter! Das Lecken macht echt hart unangenehm. Absolut. Huh. Was sind wir? Ich bin nicht, ich bin der. Ich finde das gerade echt hart gut. Ich glaube, ich bin der Rote. Ja. Ich dachte, das hättest du schon längst erkannt. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Jetzt habe ich ihn.
Wir haben sie eingekesselt. Ja. Cool. Ich mag das, dieses Level gerade unglaublich hart. Es ist auch übelst geil. Ja, wir haben an sich den Part vorbei. Wollen wir trotzdem noch weitermachen? Kinsey? I'm gonna enjoy kicking that kid's ass. Wollen wir das einfach weitermachen in dem Part? Nee. Wir machen jetzt zu Ende. Wir können dann beim nächsten einfach hier weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I see one more wall ahead. It's his internet security.